Alright. Okay, auf geht's. Aufgaben machen. Kurz auf die Karte gucken. Ah, nice, ey. Das mit der Karte habt ihr mir ja auch gesagt in den Kommentaren. Das hilft. Das hilft. Das ist schön zu wissen. Ich bin nämlich vorher immer einfach random durch die Gegend gelaufen. Ich habe immer so das Gefühl, ich sterbe hier, wenn ich so eine Aufgabe mache. Alarm. Oh, es sind drei Treffer. Sven habe ich gerade noch gesehen in Electrical. What the? Der von den Reported. Für Cooldown, Alter. Holy shit. Okay, das ist jetzt wild. Also ich habe Maxi und Zero habe ich bei Electric gesehen. Also Sven habe ich auch zuletzt noch dann, gesehen. Das ist richtig. Ja. Und dann ist... Ja, Daluk, also ich wollte mal ganz kurz darauf hinaus, dass du Arsch mir dann in dem Moment entgegenkommst, als ich da gerade raus bin. Ja, als du raus wolltest und die Leichen liegen noch drin. Ja, geil. Hau rein. Ich bin von Admin gerade runtergelaufen durch Storage Richtung Electrical. Da kam Daluk gerade mir entgegen Daluk von Lower Engine. Daluk würde nicht im Electric töten und rausspazieren. Nein, ich will nicht sagen, was Daluk ist. Ich will nur sagen, Daluk und ich laufen gerade aufeinander zu in dem Gang vor Electrical. Welche Leiche wurde reported? Genau, darauf wollte ich jetzt hin. Mike? Und zwar Jay in der Cafeteria auf dem Vent. Ich weiß nicht, ob er Imposter ist und sich das Genick gebrochen hat, als er einsteigen wollte, aber er liegt auf dem Vent. Warte mal kurz, Cafeteria ist der Hauptspawn. Ja, genau. Rechts quasi, also ich weiß nicht. Ich habe fast das Gefühl, also es könnten im Doppelteam Dalo und Kalle sein, weil sehr schnell gekillt wurde und die beiden sind noch zusammen rumgelaufen. Mike kam ein bisschen später von oben, was auch sein könnte, dass Mike Jay noch nicht geschafft, bis in den Electric reinzukommen. Also, nur Dizzy stand unten rechts in der Ecke und hat, keine Ahnung, noch einen Post also, auf Instagram. Ich will noch ganz kurz sagen, als das Licht ausging, war Dalo und ich zu der Zeit gleichzeitig in Cafeteria. Dalo ist aber nicht nach unten abgebogen, sondern Richtung Medbay. Daher könnte er auch danach gewendet sein. Und wenn er jetzt Mike gerade am Ende noch am Gang getroffen hat von Electrical, kann er eigentlich gar nicht in Electrical gewesen verstehe, sein, er muss gewendet sein. Verdächtig. Ich sag dir kurz, was ich gemacht habe. Licht ging aus, du bist mir hinterher gerannt. Ich habe eine einzige Runde um den Tisch gerannt und bin dann einfach weitergelaufen. Ich wollte nur hinter dir laufen und also dann du hinter mir. Aber es würde halt passen, was das Mike sagt. Kala, du musst irgendwie dazwischen. Zu meiner Ansage? Ja, ich habe also, tatsächlich so gut wie niemanden gesehen. Also von daher, ich weiß nicht, was wenn jetzt die beiden Leichen Electric liegen, wenn die beiden Leichen Electric liegen, hat diese den gekillt, möchte ich sagen. Dalo ist es, 100 pro. Dalo ist der Imposter. Ich sag's euch. Ich höre es schon in seinem Tonfall. Da muss ich ganz ehrlich, ich höre es raus. Es ist Dalo. Ich sag's euch. Einer von den beiden ist Dalo. Scheiße, man kann ja sogar so laufen. Ah, wie geil ist das denn bitte? Alter, ihr wollt mich doch verarschen, oder was? Ihr wollt mich doch verarschen! Mann, ey! Wieso muss ich immer so früh stehen? Darf ich auch mal teilnehmen? Oh! Ich möchte das kurz nochmal ausdiskutieren und es ist sogar ein weiterer gestorben. Du hast gesagt, Dalu kam dir unten Electric entgegen in dem Gang. Ja, aber korrekt. Also in der Sekunde, ich bin Storage unten links in den Gang gebogen und Dalu kam. Unten rein und er kam raus. Ja, aber nicht aus Electrical, sondern er kam Ray, in den Gang von Raven. Wenn du dich gerade auf das versteifen willst, dann machst du jetzt einen Fehler. Ich will das nur ausdiskutieren, weil ich war Electrical, hab Sven noch gesehen, hab da meine Task gemacht, bin raus, bin Lower Engine. Das heißt, du hättest mir ja irgendwo entgegenkommen können. Also wie kommst du da in diesen Gang? Das ist die große Frage. Wir sind Cafeteria gewesen, Licht ging aus. Ich bin den Tisch gelaufen und dann einfach bei Admin runter. Kalle hat mich sogar noch gesehen und dann war ich an Mike vorbeigelaufen anscheinend, aber den habe ich nicht gesehen. Nicht vorbeigelaufen, entgegengekommen. Also ich muss jetzt nochmal eben zu der Anschuldigung von Dados was sagen, weil der kurz bevor wir wieder zocken konnten, erstmal sagt, Kalle ist es. Ich habe tatsächlich eben im letzten Meeting so gut wie gar nichts gesagt, erstens, weil ganz viele Leute geredet haben. Zweitens, standst du gerade bei dem O2-Ding und hattest mehr oder weniger auch warten können, bis jemand Einzelnes zu dir kommt, den du dann abstichst, nachdem du quasi den Call gemacht hast. Wie heißt das hier? Die Sabotage gemacht hast. Klar, hast du eingegeben. Das kann man ja auch als Imposter. Dadosch ist für mich auch super verdächtig. Also ich würde sagen, Mike ist der, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat, Imposter zu sein. Das ist nur das, was ich gerade noch reinwerfen will. Also für mich ist halt Dalu nach wie vor verdächtig. Tut mir leid, Dalu. Okay, pass auf, Ray. Warum denn ich Dalu tatsächlich erst safe? Es würde halt super zeitlich ins Bild. Also wir müssen jemanden voten. Ja, wir waren doch zu viert oben rechts. Wer war da nicht da? Ja, Mike war nicht dabei. Ja, dann ach, deswegen bin ich im Posten. Was? Ich mach auch Dados. Wen vote ich jetzt? Dados. Mike. Spiel vorbei.
Okay, pass auf. Essen kann warum wollen wir da noch? Ja, es ist vorbei. Es ist vorbei. Wenn ja, warum denn nicht? Ja, RIP, Leute. Ray, ich hoffe, du bist zweiter Imposter und nicht dritter. Also wäre besser. Ja, ich war. Gerade eben war ich dritter, glaube ich. Oh, Mann. So, jetzt kann ich meine Aufgaben noch machen. Also, wir wissen, dass es Mike ist. Mike ist einer. Das habe ich jetzt gesehen. So, machen wir die Aufgaben noch. Ich glaube, es hilft. Na los, geh rein. Genau. Speed Noise. Schönes Ding. Das war das Random. Oh, die also Schnetzel, mehr Random Jungs, hätte ey. Mein Rauswurf nicht sein können, oder? Ja, aber das war nein. Also ganz ehrlich, du warst viel zu aggressiv mir gegenüber. Du hast keinen Indiz gehabt. Und das fand ich halt viel zu frech. Ihr habt euch alle gegenseitig und verdächtig und beleidigt. Das war ja so aber mega. Ich verdächtig aber doch jeden. Ich sag immer dann, okay, er ist es. Also das ist doch nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich würde dich rauswurfen. Was die Leute dann sagen. Genau, und jeder hat jeden habe ich ja nicht Peter, mal gesagt, wir voten keine ja, raus, sondern Peter ich bin auf meinen gegangen. Oh, das war einfach Peter und ich haben nicht einmal das Messer weggesteckt, wir haben nur geschafft. Dass man mir glaubt, ehrlich gesagt. Also, Dalu hat schon den richtigen Kampf gemacht, damit wir aber festhalten, ne? Ja, er hatte. Aber ja, Dalu hatte richtig, ja. Das Problem war von Dalu nur, es war in den letzten 20 Sekunden kam plötzlich, ja, Mike ist es dann. Ja, ich konnte ja nicht, weil Kalle 90 Sekunden von der Uhr gedreht hat. Das meine ich ja, Dalu. Hä? Einmal das erste Mal eben was gesagt, alle Dadosh voten. Das war gar nicht. Nö, ich sag jetzt gar nichts mehr, nö. Kalle konnte ja davor nicht reden. Ja, ich werde immer am Schluss erzählt und sein ganzes Mongas wäre gegangen. Stopp. Nee, jetzt.